Circa 28% des Territoriums unserer Republik sind Waldbestände. Der Einfluss der Wälder auf Klima- und Luftbeschaffenheit ist unbestritten. Ebenso der Nutzen hinsichtlich der Rohholzgewinnung. Gegenwärtig kann die Forstwirtschaft der DDR nur etwa 2/3 des Bedarfs decken. Der andere Teil ist zu importieren. Gründe genug, unseren Wald mit Sorgfalt zu behandeln, ihn zu erhalten. Die Forstwirtschaft ist verantwortlich für den Schutz und die Pflege der Wälder. Besondere Bedeutung kommt dabei der Bekämpfung von Forstschädlingen zu. Wie wichtig sie ist, beweisen folgende Bilder. Infolge extremer Witterungsbedingungen kommt es zur Massenvermehrung von Forstschädlingen. In solchen Situationen gibt es keine andere Alternative zum Erhalten der Waldbestände als das Bekämpfen der Forstschädlinge mit geprüften Insektiziden, die bei fachgerechter Anwendung für Mensch und Tier unschädlich sind. Der Einsatz von Bodengeräten ist sehr schwierig, oft unmöglich. Häufig wechselndes Bodenrelief, enge Baumabstände verdeutlichen das. Da es auf eine schnelle Vernichtung auf großen Flächen ankommt, kann die Forstwirtschaft diese Aufgabe nur im engen Zusammenwirken mit dem Betrieb Agrarflug der Interflug lösen. Die Mitarbeiter der Forstwirtschaft ermitteln exakt den Zeitraum von der Eiablage bis zum Schlüpfen der Raupen. Bei den Forstschädlingen handelt es sich hier um die Nonne, den Lärchenwickler und die große Fichtengespinstblattwespe. Dieses Wissen sowie eine Falterzählung ermöglichen es, genaue Voraussagen für den Zeitpunkt einer wirkungsvollen Bekämpfung zu treffen. Durch die Forstwirtschaft erfolgt die Auswahl der vom Agrarflug zu behandelnden Flächen sowie der einzusetzenden Mittel. Das Anfertigen von Arbeitsflugkarten sowie das Festlegen der kurzzeitig zu schaffenden Arbeitsflugplätze sind weitere wichtige Etappen der organisatorischen Vorbereitung. Das läuft sogar hier parallel. Dieser ist auch wieder hoher, niedriger Bestand. So. Von einem zentral gelegenen Grundflugplatz aus leitet ein Einsatzstab die Schädlingsbekämpfung in einem bestimmten Territorium. Das hat wirklich ganz tadellos geklappt. Da haben wir wirklich viel gespart. Der Mann muss eben einer, der Gebiet kennen. Dem Einsatzstab unterstehen für die Dauer der Bekämpfungskampagne die Luftfahrzeugbesatzungen einschließlich der Agrarflugbodentechnik. Das war ganz prima und wir haben es mit ihm zusammen gemacht. Wenn er gesagt hätte, nee, das nützt mir nichts, dann hätten wir es sein lassen. Aber das klappte wirklich. Jede Besatzung ist für das Umrüsten ihrer Maschine verantwortlich. Anstelle der Streu wird die Sprühanlage angebaut.
Dieser Umrüstwagen hilft wesentlich, sowohl Umbauzeit als auch körperlichen Aufwand zu reduzieren. Besonderes Augenmerk ist auf die Funktionstüchtigkeit der Anlage zu richten. Ein exaktes Schließen verhindert das Nachtropfen der Düsen. Gewähr dafür, dass die Insektizide nur auf den vorgesehenen Flächen ausgebracht werden. Die Pflanzenschutzmittel sind ordnungsgemäß an den Einsatzorten zu lagern. Servicefahrzeuge stehen bereit, um im Bedarfsfall sofort Hilfe leisten zu können. Die Tanktechnik wird an vorbereiteten Plätzen stationiert. Am Einsatztag selbst erfolgt bereits bei Sonnenaufgang das nochmalige Überprüfen der Maschinen. Der Verantwortliche der Forstwirtschaft weist die Luftfahrzeugführer in ihre Aufgabe ein, dabei auf Besonderheiten des Einsatzgebietes aufmerksam machend. Das Luftfahrzeug wird mit den Pflanzenschutzmitteln beladen. Die Signalbesatzungen der Forstwirtschaft melden ihre Einsatzbereitschaft. Fox 04 an Fox 01, Ballon fertig. Die mit Wasserstoff gefüllten Signalballons markieren die Durchflugrichtung. Fox 01 von Whiskey Bravo, habe die Information verstanden, Ende. Auf kürzestem Weg wird der Bearbeitungskomplex angeflogen. An der Komplexgrenze wird die Sprühanlage in Betrieb gesetzt. Das Flugzeug fliegt in einer Höhe von 10 Metern über dem höchsten Baumbestand. Der Arbeitsflug erfolgt geradlinig über die Signalballons bis an das Ende des Bearbeitungskomplexes. Während das Flugzeug die Wendekurve zum erneuten Anflug durchführt, rücken die Signalmannschaften um eine Arbeitsbreite weiter. Das Umsetzen der Signalisten ist nur auf den Waldwegen zwischen den einzelnen Abteilungen möglich. Beginn und Ende der Bearbeitungsfläche müssen deshalb oft anhand der Karte bestimmt werden. Fox 01 von Whiskey Bravo, Arbeit beendet, komme zum Platz. Whiskey Bravo von Fox 01, verstanden, Ende. Für das Flugpersonal sind zwischen den Flügen Pflichtpausen vorgeschrieben, die der Versorgung und Erholung dienen. Wir sind etwa bis hierher gekommen. Wir sind 120 Hektar. Und die Ballons, sind die gut auszumachen? Einmal frei. Auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten.
Denn der Abstand zwischen den einzelnen Durchfliegen klappt auch. Die 40 Meter werden eingehalten. Witterungsbedingt müssen die Flüge unterbrochen werden, wenn die Windspitzen über 4 Meter pro Sekunde liegen oder die Außentemperaturen mehr als 25 Grad Celsius betragen. Im Normalfall sind die Luftfahrzeuge am Tag so lange im Einsatz, bis die maximal zulässige Flugzeit von 7 Stunden erreicht ist. Die Forstwirtschaft informiert die Bürger des Territoriums, vor allem die Urlauber, über die notwendigen Schutzmaßnahmen. Bei uns ist es also so, wir haben in den letzten Jahren einen starken Fraß gehabt von der großen Fichten-Gespinstblattwespe. Die Flächen werden Sie bestimmt gesehen haben, schon die roten Bäume praktisch. Und wir haben auch in den letzten Jahren den Fraß des grauen Lärchenwicklers gehabt. Und auf beide Insekten werden Mittel ausgebracht, um die Vermehrung einzudämmen. Für die Forstschädlingsbekämpfung stehen die Flugzeuge vom Typ Z37 mit einer Arbeitsbreite bis zu 40 Metern und einer Leistung von 120 Hektar pro Flugstunde zur Verfügung. Weiterhin werden Flugzeuge vom Typ PZL 106A eingesetzt. Sie haben eine Arbeitsbreite bis zu 30 Metern und eine Leistung von 150 Hektar pro Flugstunde. Wo für Flugzeuge keine Arbeitsflugplätze eingerichtet werden können, kommen die Hubschrauber KA-26 zum Einsatz. Ihre Arbeitsbreite beträgt bis zu 40 Meter, die Leistung 100 Hektar pro Flugstunde. Diese Hubschrauber eignen sich vor allem für Hanglagen, die eine hohe Manövrierfähigkeit verlangen. Beispielsweise wie hier in diesen engen Tälern. Über den Erfolg des Einsatzes der Luftfahrzeuge gibt eine ständige Behandlungskontrolle der Waldbestände Auskunft. Die Wirksamkeit der Sprühmittel ist bereits nach kurzer Zeit festzustellen. Auf einer Messfläche werden die vernichteten Schadinsekten ausgezählt. Diese Kontrollen sind auf allen behandelten Flächen durchzuführen. Das zu überfliegende Gelände ist ständig mit der Flugkarte zu vergleichen. Eingezeichnete Hindernisse sind zu beachten. Markante Punkte erleichtern die Orientierung. Über Talsperren und deren Einzugsgebieten wird grundsätzlich nicht gesprüht. Die Piloten haben besonders darauf zu achten, dass ein Sicherheitsabstand zu bewohnten Gebieten und Tieranlagen eingehalten wird. Die deutlichen Vorteile des Luftfahrzeugeinsatzes gegenüber der Bodentechnik, falls sie überhaupt verwendet werden kann, liegen auf der Hand. Die Schaderreger werden auf großen Flächen schnell vernichtet. Eine andere, kostengünstigere Möglichkeit gibt es nicht. Beim Betrachten dieser Bilder sollten wir immer daran denken, viel Pflege und Sorgfalt sind nötig, um unsere Wälder gesund zu erhalten.